Heute stelle ich dir 5 Projektideen vor, die perfekt sind, um Programmieren zu lernen. Und nicht nur das, gerade die etwas schwereren Projekte kannst du auch wunderbar deinem Lebenslauf hinzufügen und kannst damit die Chancen massiv erhöhen, einen Job als Programmierer zu bekommen. Du hast wahrscheinlich schon öfter gehört, dass man Programmieren jetzt nicht dadurch lernt, dass man gerade viele Tutorials schaut, sondern hauptsächlich, indem man eigene Projekte umsetzt. Und genau aus diesem Grund habe ich dir heute 5 Projekte mitgebracht, mit denen du genau das machen kannst. Wir fangen an mit Projekt Nummer 1, was sehr einsteigerfreundlich ist, was vermutlich jeder Programmieranfänger einfach umsetzen kann, und dann wird es mit jeder Stufe ein bisschen komplexer. Bei Projekt Nummer 5 musst du dann schon ein wirklich guter Programmierer sein. Kommen wir direkt zu Projekt Nummer 1, und zwar dem Umsetzen von einer statischen Internetseite für ein Fotostudio. Rein technisch gesehen wird hier noch gar nicht programmiert, sondern du lernst zuerst einmal das Ganze mit HTML und CSS umzusetzen. HTML ist eine Markup-Sprache, also noch keine Programmiersprache. Damit sagst du, dass sich auf dieser Seite, die hier eingeblendet ist, beispielsweise ein Foto befinden soll, dass sich ein Button hier befinden soll oder ein Link. Mit CSS sagst du dann, wie diese ganzen Elemente, die sich auf deiner Seite befinden, aussehen sollen. Also beispielsweise, dass das Bild 300 Pixel hoch sein soll und 500 Pixel breit sein soll. Wie gesagt, das Ganze ist zwar rein technisch noch keine Programmierung, aber es ist einfach die Grundlage, um möglichst schnell in das Programmieren einzusteigen. Und besonders cool ist auch, dass du dafür noch nicht sehr viel Software brauchst und nicht erstmal ganz viel installieren musst und eigentlich direkt starten kannst, ganz egal, was für einen Computer du hast. Projekt Nummer 2 ist das Erstellen von einer Einkaufsliste. Im Gegensatz zum ersten Projekt musst du hier nicht mehr nur statische Daten anzeigen, sondern dynamische Daten. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass du beispielsweise in ein Textfeld eine Sache hinzufügst, beispielsweise Bananen oder Tomaten, die du kaufen möchtest, und diese werden dann in der App gespeichert und angezeigt. Du musst dich also mit einfachen Konzepten in JavaScript, wie beispielsweise Funktionen, Arrays und Variablen, auseinandersetzen. Das Projekt eignet sich einfach perfekt für Einsteiger und ist eigentlich nach 2 bis 3 Wochen JavaScript-Erfahrung auf jeden Fall umsetzbar. Nachdem du jetzt schon einige Konzepte aus JavaScript verstanden hast, wird es natürlich Zeit, alle grundlegenden Konzepte zu verinnerlichen. Und dafür eignet sich einfach perfekt das Erstellen von einer Quiz-App. In einer Quiz-App wird dir einfach eine Frage angezeigt und du hast beispielsweise 4 verschiedene Antwortmöglichkeiten. Nun musst du natürlich immer die richtige Antwort auswählen und es werden beispielsweise Punkte oder richtige Fragen gezählt. Hier musst du jetzt verschiedene Konzepte wie beispielsweise Vorschleifen, das Iterieren über Arrays und natürlich If- und Else-Verzweigungen wirklich perfekt verstehen, um das Ganze selbstständig umzusetzen. Auch mit dem Verwenden von verschiedenen Designs solltest du dich vielleicht zu diesem Zeitpunkt mal auseinandersetzen, wie beispielsweise das Verwenden von Bootstrap oder Material Design. Wenn du eine Quiz-App selber programmieren kannst, dann hast du auf jeden Fall schon mal viele, viele grundlegende Konzepte verstanden. Und vor allen Dingen lernst du während der Erstellung garantiert auch das Lösen von wirklich schon komplexen Problemen. Projekt Nummer 4 ist die Erstellung von einem digitalen Whiteboard. Hört sich jetzt erstmal komplex an, aber ich wette, dass jeder von euch ein Whiteboard noch aus der Schulzeit kennt oder aus der Arbeit. Das ist einfach so eine weiße Tafel, wo man mit einem Stift etwas draufschreiben kann. Und genau sowas kann man natürlich auch wunderbar als App lösen. Stell dir einfach eine weiße Fläche zum Beispiel in deinem Webbrowser vor und du hast die Möglichkeit, dieser weißen Fläche jetzt mit einem Stiftwerkzeug deine Notizen hinzuzufügen. Oder du kannst beispielsweise einen Text hinzufügen oder ein Bild hochladen. Diese Sachen, die du jetzt dem Whiteboard hinzufügst, solltest natürlich nicht nur du sehen können, sondern auch deine Freunde. Deswegen ist es wichtig, dass du die Daten nicht mehr in deinem Webbrowser speicherst, sondern auf einem Webserver. Du musst dich also zwangsläufig mit so Themen wie Programmierschnittstellen auseinandersetzen oder auf Englisch APIs bzw. Application Programming Interface. Ja? Also du musst lernen, wie man Daten auf einem Server speichert. Wenn du das Ganze schaffst, dann hast du wirklich schon sehr, sehr viel auf dem Kasten. Dann wird es eigentlich nur noch Zeit, dieses ganze Wissen zu verinnerlichen, weiter anzuwenden und damit auf das nächste Level zu kommen. Projekt Nummer 5 ist die Erstellung einer kompletten Business-Applikation. Und zwar das Erstellen von einem sogenannten Kanban-Board. Kanban, das hört sich jetzt erstmal sehr japanisch an, liegt daran, dass es auch japanisch ist. Und zwar handelt es sich hierbei eigentlich einfach nur um eine To-Do-Liste mit 3 Spalten. Stell dir vor, in der linken Spalte sind alle Aufgaben, die du noch zu erledigen hast. In der mittleren Spalte sind die Aufgaben, an denen du gerade arbeitest. Und ganz rechts sind die Aufgaben, die schon erledigt sind.
Genau dadurch hast du einfach einen viel besseren Überblick über alle Aufgaben, die du gerade so in deinem Arbeitsumfeld hast. Das Programmieren von solch einem Kanban-Board hat vor allen Dingen zwei Vorteile. Nummer eins ist, dass du einfach schon mal sehr gut beweisen kannst, dass du wirklich was auf dem Kasten hast. Du bist offensichtlich in der Lage, eine komplexe Business-Applikation selbstständig umzusetzen. Und Nummer zwei ist, dass du einfach schon mal an einer Business-Applikation gearbeitet hast, die wahrscheinlich sehr nah an dem echten Beruf, den du später ausführen wirst, sein wird. Ja, und genau aus diesem Grund geben wir auch unseren Teilnehmern übrigens immer genau diese Aufgabe und dieses Projekt. Und wir haben damit einfach sehr gute Erfahrungen gemacht, dass das auf dem Arbeitsmarkt immer sehr gut ankommt. Wenn du jetzt sagst, du brauchst auch Hilfe dabei und möchtest vielleicht auch einen Coach haben, der dich auf deinem Weg begleitet, dann kannst du einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung drücken und dich dort auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns bewerben. Und ansonsten, wenn du jetzt noch wissen möchtest, was die beste Programmiersprache ist, um zu starten, dann kannst du dir dieses Video, was ich dir hier jetzt einmal einblende, angucken. Und ich würde sagen, wir sehen uns sonst wieder im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus. Ciao.